Hallo, ich bin Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für den Montag, den 7.2.2022. Und zu Freitag sind sie hier im DAX gesprungen, wie die Verrückten, wollten alle noch schnell raus. Hat man selbst am Abend gemerkt, im Rücklauf. Wir hatten die bei uns im Verteiler die 2.30 immer noch als Rücklaufziel dann drin gehabt und hatten dann abends auch nochmal ein Mail rumgeschickt, ne, dass die jetzt erreicht wird und theoretisch der Markt dann jetzt wieder nach unten wegdrehen sollte. Ich habe zwar gesagt, also ich hätte es nicht short gehandelt kurz vorm Abend, ne, weil das ist nicht so garantiert, dass wirklich noch so ein Verkaufsschock dann an so einem Niveau zu so später Zeit kommt, aber das ist gekommen und das zeigt halt ein bisschen, dass Leute vor dem Wochenende deutlich nochmal A, Long-Position reduziert haben oder B, Absicherungsgeschäfte aufgenommen haben. Ne. Gehen wir mal nochmal einen Schritt zurück. Was haben wir für einen Freitag erwartet? Für einen Freitag hatte ich gesagt, könnte ich mir eher vorstellen, dass wir seitwärts schieben zwischen der 15.500 und der 15.300. Ne? Das war so die Erwartungshaltung, dass er da vielleicht jetzt nochmal hochläuft in den 15.500 rein, weil ja auch ein entsprechendes Aufwärtsgap drin war, Amazon und so weiter, hat man gesagt, kann durchaus dafür sorgen, dass der Markt eben stärker reinkommt, ne? Vielleicht in die 15.500 reinläuft, dann von dort nochmal auf die 15.300 und gegebenenfalls man dort dann eben wieder hochdreht. Hatten gesagt, wenn die 15.300 aber fällt, dass er dann eben auch bis in die 15.150, 15.100 runterfallen kann. So, wir haben gesehen, 15.500 nach dem Start, infolge Amazon-Zahlen positiv reingekommen, direkt an 15.500 gedreht, also wirklich fast punktgenau, ist dann runtergestürzt auf die 15.300 und hat sich dort aber nicht fangen können. Hat dann drunter geschossen, eigentlich auch schön erkennbar für die meisten. Gab zwar einige, die dann mir geschrieben haben, na, die Analyse war Schwachsinn, aber ich fand, das war eigentlich erkennbar, ne? Dass der drunter geschlossen hat. Und wir haben gesagt, wenn er dann drunter geht, dann ist eben auch 15.150, 15.100 drin. Die haben wir dann auch erreicht, haben uns dort sehr, sehr, sehr schwer getan, uns zu stabilisieren. Und dann muss ich auch sagen, der hätte auch durchaus noch weiter gekonnt. Ne? Also in dem Moment, wo er hier hochgezogen ist, das war so diese typische Zone, wo er jetzt immer mal nach oben angestengert hat. Aber er hätte den auch noch unter 15.000 gesehen. Also wirklich ganz ehrlich, den hatte ich zu dem Zeitpunkt, als er hier unten stand, auch wirklich Richtung 15.000 noch auf dem Radar. Rücklaufmarken sind aber so und so immer mit einzukalkulieren. Ne? Also hier 15.110, 15.230, die hat er gemacht. Das sind etwa 38% der Tagesbewegung, die er da abgelaufen hat. Sollte jetzt neue Tiefs bringen, wird er natürlich jetzt erstmal die Trendfortsetzung oder ja, die Trendbewegung fortsetzen. So, schieben wir den mal ein bisschen zurück hier. Der ist nun durch. Gut, okay. Also, was erwarten wir für den Montag? Wir haben auf jeden Fall erstmal eine Gegenbewegung drin. Sollte die anhalten, sollte der weitermachen, würde sich natürlich den nächsten Rücklauflevel holen und nochmal in den Bereich hier reinkommen. Ne? Das ist dann nochmal so die 400, 420, 350. Das ist so eigentlich so die Zone, wo ich mir gut vorstellen könnte, wenn er jetzt hier nichts oder wenn er jetzt, na, wie soll ich denn sagen, wenn er jetzt nicht weiter nach unten Druck macht. Ich erkläre auch gleich, wie ich mir das vorstellen kann mit dem Druck. Ich muss erstmal hier meinen Pfad finden, den ich mir eigentlich auch an anderer Stelle abgespaltet habe, aber ist egal. Also ich würde hier mal so einen Trigger legen und sagen, okay, wenn er über diese Hochs hier nochmal geht, 230, sagen wir mal im weitesten 270, dann nochmal drüber geht, dann wird das hier eher in 350, 380, aber vielleicht so 420 reingehen und dort nochmal reagieren. Sollte drüber gehen, wird er dann hier reinschlagen in die 550. Ne? Das sind so die Zonen. Ich glaube, er wird auch über die Tageskerze dann drüber stechen und hier wieder reingehen. Einfach aus dem Grund, dass mir das in den letzten Monaten, in den letzten Wochen so oft gesehen haben, dass unser DAX einfach am Freitag, oft Verfallstage, erinnert euch, ne, war das ganz, ganz, ganz typisch, sehr, sehr, sehr oft brachial am Freitag nochmal in die Schwäche reingegangen ist, meist schon im Donnerstag angefallen hat, also zu fallen begonnen hatte, im Donnerstag, dann am Freitag nochmal richtig Schwäche draufgebracht hat und am Montag war irgendwie wieder alles vergessen, der Markt ist wieder hochgekommen. Ne, darf man auch nicht vergessen, so ist letztendlich das Muster entstanden, was wir hier jetzt seit Monaten haben. Immer wieder runter, immer wieder hoch, immer wieder runter, immer wieder hoch, immer wieder runter, immer wieder hoch und runter und hoch. Ne, das sehen wir jetzt seit letztem Jahr April und noch ist er nicht aus dem Muster raus. Ja, erinnert euch auch an die Jahresausblicksanalyse, haben wir das gesagt, dass wir von dem schrägen Channel weggehen würden auf den horizontalen, auf großer Wochenebene, ja, dass wir sagen, okay, wenn er unter 14.800 geht, dann geht er aus dem Muster raus, ne, und aktiviert sich hier ein bisschen Platz. Ich würde hier auf der Ebene trotzdem den Schrecken hier mit drin lassen als weitenden Keil, hier die Clusterzone mit abzufangen und vor allen Dingen die Linie halt nicht zu vergessen, weil die wird reagieren, die wird sehr deutlich reagieren, wahrscheinlich wird auch die doch mal deutlich reagieren. Und deswegen lassen wir das hier so stehen, haben wir aber im Hinterkopf, horizontal ist uns die 14.800 relativ wichtig. So, und jetzt gehen wir nochmal zurück in die 2 Stunden. Jetzt haben wir gesagt, es geht halt immer hoch und runter und hoch und runter. Und deswegen ist der Montag eigentlich immer wichtig gewesen. Sehr, sehr, sehr wichtig gewesen, weil man am Montag immer sehr, sehr gut eigentlich erkennt,
Ne, macht er jetzt wieder einen Rückwärtsgang oder geht er jetzt weiter unten raus? Das haben wir jede Woche erzählt und das hat auch jede Woche ziemlich gut geklappt. Ne, indem man einfach sagt, okay, wir gucken uns den Xetra-Start erstmal noch an. Ne, wie läuft der rein und wie macht er so seine erste Xetra-Stunde fertig? Und das ist oft schon verräterisch dann für den kompletten Wochenbeginn. Ne? Das war die letzten Wochen immer wieder so, dass wir gesagt haben, okay, Freitag war jetzt so oder so, jetzt gucken wir uns den Montag an, wie der startet und so wird wahrscheinlich der restliche Tag. Das war dann eben auch ganz oft so. Deswegen würde ich das auch hier wieder machen und sagen, wir gucken uns die Xetra-Eröffnung dann erstmal an und zum Montag und sollte sich dann nach der Xetra-Eröffnung, nach 10 Uhr, nach, also mit jeder Stunde, egal ob das dann 11 Uhr, 12 Uhr, 13, 14, 15, 16 oder 17 Uhr ist, wenn er da neue Tageshoch setzt, dann wird er wahrscheinlich die ersten 1, 2, 3 Tage, also Montag, Mittwoch, Montag, Dienstag, Mittwoch, einfach nach oben streben. Ne? Das kann bis in Donnerstag sogar reinreichen, hat er die letzten Wochen oft gezeigt. Und deswegen würde ich einfach hier oberhalb von, ja, ich sag mal 2,30, 2,70, mich dem DAX etwas mehr öffnen für Rückläufe auf der Oberseite. Ja? Sollte er Stress reinbringen, weiter Druck nach unten, würde ich hier durchaus noch Platz geben bis unter die 15.000 runter. Ne? Dort kann er dann erstmal wieder in die Reaktion gehen, sich ein bisschen seitwärts ausdehnen. Ja? Und alles, was tiefer geht, geht dann eben auch tiefer. Ne? Bis wieder 14.800 und tiefer. Ich würde den jetzt diesmal durchziehen. Der reagiert da nicht nochmal dran. Hat er jetzt schon so oft abgenudelt, der macht dann da durch. Ja, und von daher können wir es ein bisschen kleinteiliger fassen. Machen wir es mal so. Ich hoffe, das ist okay und versteht das auch. Aber ich denke schon. Ich finde, den Markt ist momentan relativ klar. Auch wenn er natürlich immer mal an der Stelle tritt, wo man das jetzt nicht erwartet. Aber ich sag mal, wenn man sich halt wirklich ans Risikomanagement hält und Stop-Loss setzt, die knapp nachzieht, na, hat man es momentan wahrscheinlich nicht schwer, im Markt hier seine Punkte rauszuholen, weil er wirklich die Punkte einfach immer abarbeitet, Stück für Stück, immer wieder. Und das geht jetzt schon seit ein paar Tagen, Wochen, ist deutlich besser geworden. Ne? Das war, da hat man jetzt wirklich Monate auch schon gehabt, in zurückliegenden Zeit in diesem Geschiebe hier oben, da hat er sich deutlich schwerer getan, technisch sauber zu arbeiten. Da hat er irgendwie keine Lust mehr gehabt und wurde einfach nur noch seitwärts geschoben. Ich finde, momentan man kann technische Merkmale sehr leicht erkennen in der Bewegung. Er gibt sich viel Mühe oder er wird einfach technisch gehandelt, sagen wir es mal so. Es gibt viele, die technisch handeln, die Ausstiege suchen, die merken, sie sind noch im Markt drin, in dem sie nicht mehr drin sein wollen, gucken sich dann technische Analysen an, wo sind günstige Punkte, um auszusteigen und nutzen die dann eben auch. Und dadurch sieht das dann so aus, wie das hier so aussieht halt. Ne? Also ich finde ihn momentan sehr schön, hoffe, ihr kriegt ja auch was raus, kommt ja auf eure Punkte. Und bis jetzt bin ich eigentlich mit ihm sehr zufrieden. Also macht es schön. Und schauen wir uns mal an, wie das am Montag wird. Ich würde jetzt hier, wie gesagt, den Xetra-Chart eben abwarten. Sehen wir einen Schwächer. Kann ich mir gut vorstellen, dass wir unter die 15.000 mal drunter kitzeln. Ja. Und dann hier nochmal die 15, 14, 9,65 ausheben. Hält die nicht. Geht es auch weiter Richtung 800. Die ist ganz wichtig. 830, 800 ist ganz wichtig. Und dann eben vielleicht auch mal durch. 57. Und ansonsten, wenn er Erholung will, soll er Erholung kriegen halt. Ne? Stellen wir uns nicht short wie die Dummen dagegen. Lassen wir dann erstmal ein, zwei, drei Tage wieder ein bisschen Luft holen. Hat er ja jetzt auch wieder drei, vier Tage nach unten ausgeatmet. Also, dann mache ich jetzt hier zu. Wünsche euch viel Erfolg zum Montag. Und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.